Wahre Yarana, ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung, einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak. Verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg gehe, sondern den richtigen. Und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yarana werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Yarana werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey, Dani! Und als der wahre Yarana, der jetzt... Mach den Scheiß aus! ...mit einem Lächeln dient. Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yarana ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal. Du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerrieros. Libertad. Jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani. Verdammt, sag doch was. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zurück hier bei, bei Far Cry 6. Ich kann mich mal ganz kurz nochmal einblenden, bevor ich mich dann nochmal ausblende. So, da bin ich nochmal. Ganz kurz, hallo. Hallo ihr YouTube-Leute da draußen. Wir wollen eine Runde Far Cry 6 spielen. Ich freue mich wie ein kleines Schnitzel da drauf. Ich habe mich schon ganz Tag drauf gefreut. Und wir wollen das natürlich dann im Koop spielen ab morgen. Ab morgen Abend läuft das dann im Koop hier bei mir auf, bei Twitch und dann auch bei YouTube natürlich ganz normal, wie ihr das kennt. Wie Far Cry 5 und Far Cry New Dawn. Und wir können einmal den Dani Rorias spielen als Mann und einmal als Frau. Wir nehmen jetzt mal die Frau einfach, um uns zu solidarisieren mit den Frauen, mit allen Frauen in dieser Welt. Und das ist ja, glaube ich, der Protagonist, der gedacht war für das Spiel. Ein weiblicher, das gab es ja auch noch nie bei Far Cry und deswegen nehmen wir jetzt auch die Frau. Normalerweise spiele ich nicht so gerne Frauen. Wir sind natürlich geboren am 4. Mai, Mayo 1996, 7. und sind, das weiß ich nicht, kann ich nicht lesen, irgendwas ist passiert am 7. Oktober, also quasi am 7. Oktober, heute ist irgendwas passiert. In dem Sinne, ich blende mich jetzt aus, es geht jetzt weiter, wir sind noch quasi noch im Prolog und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und gute Unterhaltung bei dem Let's Play, was jetzt folgt die nächsten Wochen und ich bin sehr freudig erregt, muss ich sagen, bin sehr freudig erregt, gut, wir hören uns dann gleich wieder, sobald wir Zugriff auf die Figur haben. Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Gonio! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje, was ist los? Fin del mundo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfick nochmal! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Eingezogene müssen Alejo, sich melden. Alejo, Deckung! Mit, Scheiß Castillo! Alejo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, Dani, Paradies wieder aufzubauen. Wir müssen weg. Sofort! Eingezogene das Boot. Du kommst. Mit, versprich's mir, Lita. Sie. Los, Dani.
Esperanza, okay. Bleib in der Nähe, Lita. Okay, bleib in der Nähe. Ich guck noch mal ganz kurz, vielleicht kann ich noch schnell was looten hier. Was gibt's hier? Eine Farbdose. Du bist unbewaffnet, lass dich... Oh, scheiße. Willkommen zu spät, Dani. Elende, falsche Jarana. Scheiße. Der erste Besuch versaute. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Aua. So, geil. Nice, Mann. Das haben wir gut gemacht. Ja, das haben wir sehr gut gemacht. Muss ich sagen, bin sehr stolz auf mich. Danke meinen Eltern, meiner Oma, meinem Opa. Okay, jetzt. Go. Also, wir dürfen hier nicht looten. Ich komme aus dem Gebäude. Wenn wir in Miami sind, dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Ja. Debaccio. Despacito. Ich kann kein Wort Spanisch in der Tat. Also, un, dos, tres, cuatro. Ja. Hab ich doch gesagt. Hier essen. Macht er auf die Entdeckungsanzeige schleichen mit Steuer. Umschalttaste halten ist schleichen. Umschalttaste halten. Okay. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Soldados dich sehen. Ist die Anzeige voll, blinkt sie auf und du wurdest entdeckt. Steuerung links, um dich zu ducken und in Deckung zu gehen. Ja gut, das wissen wir ja. Das wissen wir ja. Das wissen wir ja alles. Ich bin doch ja Pro-Gamer. Sind sie weg jetzt? Weg. Okay, komm. Hier, ich habe Namen nicht verstanden. Komm mit. Sabine. Komm, Sabine, wir müssen weiter. Komm, bei Aldi haben sie morgen Handkäse im Angebot. Beeil dich. Mach die Tür auf oder wir treten sie ein. Ach so, ihr tretet die ein, die Tür. Warum macht denn ihr sowas? Das ist aber eine Stahltür. Ich will sehen, mit Gitter. Ich will sehen, wie du die eintrittst, du Hemdling. So, wir gehen jetzt hier. Hier lang. Hier lang. Psst. Leise. Okay, okay. Ich ergebe mich. Leiste keinen Widerstand. Oh. Doch mal. Komm schon. Ich glaube, gibt's eh nicht zum... Steuerung links, um dich zu ducken und leise zu bewegen. Ja, mach gut, mach ich, ja. Oh, fuck. Scheiße. Okay, jetzt habe ich gerade eine männliche Stimme gehabt. Wir müssen uns beeilen. Ha. Warum habe ich keine Knarre? Obwohl, es sind eh zu viele, glaube ich. Oh mein Gott, er ist tot. Oh mein, Jim, er ist tot. Jim, er ist tot. Hm. Ja gut, das war jetzt ein Star Trek-Witz. Den kennt man nur, wenn man alt ist. Scheiße, von dem Panzer vor. Wie geil das Bild aussieht. Also es sieht richtig... die Schattierungen, die Shaders, das sieht alles richtig geil aus. Wir müssen diesen Platz überqueren. Sie werden uns sehen. Nein, werden sie nicht. Nutze. Vertrau mir. So kann ich rausspähen aus der Deckung. Wow, 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 wow. Natürlich Mission Impossible. Aber die Mission ist possible. Ja, komm. Ich schleiche hier wie so wie ein Oberstealth-Macker. Und die rennt einfach über die Straße. Das fand ich ja auch geil. Dani, los! Go, 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 go! Wow! Wo bringst du mich hin? Wo ist die Oma? Eine Ratte. Mehrere Ratten. Vier Ratten. Der Pfad der Revolution von 67. Erkennst du die Zeichen? Ja, aus unserer Kindheit. Okay, geht's nicht weiter? Ist ja lustig. Wir müssen hier lang. Viva la Revoluciona. Ihr könnt euch nicht.
So. Boris. Das ist so krank. Ja, Mann. Über Gewalt. Tod. Die ganze Stadt ist im Lockdown, wirklich. Das ist schon wieder so weit. Die Inzidenz ist wohl zu hoch, oder was? Ist doch schön, dass wir ein Mittel gegen Krebs gefunden haben. Fällt mir gerade ein so, in der Geschichte. Wir sind eben im Prolog. Ich denke mal, hier gibt es nicht viel zum Looten. Wir laufen einfach durch. Sie sind hier lang! Ich komm hier! Ich hab ihn! Komm. So viel Blut. Das Ding kennt keine Gnade, Danny. Überall tote Leichen hier. Fuck, Costello. Anton. Ich glaube, wir müssen in dem mal unsere Aufwartung machen, oder? Was haltet ihr davon? Wir haben schon den Joseph Seed Ärger gemacht. Und dann haben wir den zwei Schwestern von den. Das Boot wird nicht auf uns warten. Von der Biker Gang Ärger gemacht. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich dem Costello mal hier unsere Meinung sagen. Kann ja wohl nicht sein. Unser. Eine kranke Scheiße, Mann. Warum bringen die einfach um? Das sind doch die. Falsche Jarana! Ich sehe euch, ihr Verräter! Soldaten, da sind falsche Jarana! Okay. Bleib bei mir, Lita. Der Regen tut die Kamera beschmutzen. Das finde ich echt gut. So, jetzt sind wir hier ein bisschen Parcours. Ich glaube, hier wird das nicht. Los. Okay. Die Seilrutsche. Das kennen wir noch vom Far Cry. Grundausbildung, was? Nicht eingezogene bleiben in ihren Häusern. Wow! Dani, alles okay? Ja. Da ist eine Terroristin in meiner Wohnung. Ich war gar nicht hier. Schnauze. Eine Terroristin ist in meiner Wohnung. Ja. Scheiße. Ich bin Bin Laden. Wo ist die andere Oma jetzt hin? Der Leon. Oh. Yes, baby. Scheiße. Wo ist die? Echt cool, ich habe richtig ein Kloß im Hals, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich versuche mich zu konzentrieren. Wo ist die Polizei, verdammt? Wollen die einfach zusehen, wie das Militär uns umbringt? Das ist. Hä? Ich glaube nicht, dass die irgendwas machen können. 36 Meter in die Richtung. Da drüben ist das Boot. Lauf! Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir das Boot erreichen, aber wir versuchen natürlich unser Bestes. Wir müssten den Menschen helfen. Los, weiter, Lita. Wir müssen den Menschen helfen, Lita. Wir können nicht gehen. Wir können nicht mit dem Boot wegfahren. Wir müssen den Menschen helfen. Ihr müsst mich ein Boot lassen! Bitte, wir müssen auf dieses Boot. Abuela. Was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch! Hey, Marco! Du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. An seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Komm, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit! San Judas. Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Danny. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus und auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist so ein Pückerboot. Leo, Leo, nein, nein!
Oh, Scheiße. Bevor er Elbresident wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Fuck, er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Micho. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser. Was ist da gerade passiert? Wir sind am Arsch. Oh, shit. Vamos, vamos! Nein! Ja, und jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Es tut mir leid, ich musste diesen Cut einfach da setzen. Der hat so geil da hingepasst. Ja, ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen und ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal wieder zu, wenn es heißt Far Cry 6. Es wird eine sehr interessante Geschichte, bin ich mir sehr sicher. Wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne einen Daumen hier da lassen oder mir bei Twitch folgen. Dann seht ihr, wann wir online gehen, wann wir aufzeichnen und wann wir Far Cry spielen. Also in diesem Sinne, auf Wiedersehen.